Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, alle Kollegen haben schon deutlich gemacht, uns liegt nun heute der 12. Bericht der IMAG vor und es wird deutlich, dass der RWK-Prozess in den Regionen weiterhin positive Impulse setzt und zu einer integrierten Standortentwicklung selbstverständlich beiträgt. Jedoch wird auch im Bericht deutlich, dass die Akteure sehr differenziert unterwegs und aktiv sind. Daher ist es wichtig, dass auch aus der IMAG heraus weiterhin wichtige, notwendige Impulse gesetzt werden. Und wie im Bericht ja nachzulesen war, waren ja auch gerade diese Impulse zum Beispiel für den RWK Cottbus nochmal wichtig, um in den letzten Zeitraum auch bemerkenswerte Fortschritte herbeizuführen. Ich denke, es ist notwendig, eine klare Zielausrichtung zu haben und entsprechende Steuerungsmöglichkeiten zu etablieren. Ich begrüße es sehr, dass nach dem Bericht nahezu allen und ich hoffe auch zukünftig dann tatsächlich alle RWKs sich intensiv mit der Clusterstrategie und ihren Profilen auseinandersetzen werden und unter dem Motto stark für die Zukunft Kräfte bündeln, dann entsprechend auch dann die Weiterentwicklung der bisherigen Branchenkompetenzfelder zu clustern im Rahmen der Clusterstrategie, die ja hier auch gemeinsam mit der Innovationsstrategie Berlin-Brandenburg umfasst ist, auch berücksichtigen. Die RWKs müssen hier intensiv prüfen, inwiefern sie sich einzelnen Clustern aktiv einbringen werden, ihr Clusterprofil entsprechend finden und auch entwickeln. Und da sind wir uns auch einig, es ist nicht hilfreich, wenn alle Clusterbereiche gleichermaßen vor Ort entsprechend entwickelt werden. Daher halte ich es für richtig und lobenswert, dass die IMAG genau dieses Thema für sich auch als Schwerpunkt für den laufenden Prozess gesetzt hat. Denn das ist auch deutlich geworden, die Zusammenführung der regionalen und der sektoralen Förderung sowie der verstärkte Einbezug der ökologischen Kriterien ist der richtige Weg für eine nachhaltige Wirtschaftsförderung im Land. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, fast alle regionalen Wachstumskerne haben es deutlich gemacht, welche wichtigen Initiativen in den Bereichen Fachkräftesicherung, Wissen und Technologieförderung sowie eben auch in der Umlandkooperation sie auf den Weg gebracht haben, weiterentwickelt haben sowie entsprechend auch gestärkt wurden. Wir halten die Umlandfunktion und die Umlandkooperation weiterhin als einen der wichtigen und notwendigen Anker, denn alle RWKs haben Verantwortung für die Umlandgemeinden durch den Abschluss von Kooperationsvereinbarungen mit den Städten und den Gemeinden im Umland, nehmen genau diese Wachstumskerne ihre Motorfunktion wahr und sie können eben auch entsprechende notwendige Potenziale entsprechend ausbauen. Die Zusammenarbeit, das ist hier deutlich geworden, des RWK Spremberg mit den Gemeinden, so geht es aus dem Bericht, so geht es aus den Redebeiträgen und auch aus persönlichen Erfahrungen vor Ort hervor, ist beispielgebend für den Strukturwandel in der Lausitz. Und werter Kollege Hohmeier, ich denke, es ist nicht nur der Verdienst des CDU-Bürgermeisters, der für den Bundestag kandidiert. Ich sage auch ganz klar, auch unsere Kollegin, unsere Bundestagskandidatin Birgit Wöllert, die nun seit über 23 Jahren kommunalpolitisch in Spremberg aktiv ist und länger als der Bürgermeister, hat auch da ihren Anteil daran, also darin, werte Kollegen der CDU, nicht nur den Bürgermeister in Spremberg entsprechend zuschreiben lassen. Ich denke, genau bei dieser Zusammenarbeit, bei dieser Umlandkooperation muss auch weiter angesetzt werden. Ich denke, von Seiten des Parlaments werden wir genau diesen Prozess auch weiter aktiv begleiten. Uns ist aber auch genauso wichtig, dass auch weiterhin die IMAG offen ist, offen für Gespräche mit Standorten außerhalb des RWKs. Und ich muss etwas sehr nachdenklich auch zur Kenntnis nehmen, dass bestimmte Regionen im Gegensatz zu vorherigen Gesprächen sich inzwischen zurückgezogen haben und auch eben leider die Gespräche mit dem Zukunftsraum östlich Berliner Umland nicht mehr so effektiv im letzten Jahr geführt worden konnten wie in den Jahren davor. Dies werden wir entsprechend auch nochmal aktiv hinterfragen. Es ist ja auch in diesem Bericht, das ist deutlich geworden und entsprechend ja auch gefordert worden, erstmals auch entsprechende statistische Entwicklungen wie Arbeitsplatzdichte und Pendlerzahlen im Anhang dargestellt worden. Hier ist es natürlich wichtig und richtig, dass dieser Prozess weiter verfolgt wird, nicht nur quantitativ, sondern insbesondere auch in der Qualifikation. Denn ich denke, wir müssen aufpassen bei diesen Zahlen,
dass es dann nicht zu entsprechenden Verwerfungen kommt und mögliche falsche Resultate entsprechend gezogen werden könnten. Wir als Linke werden natürlich diesen Prozess der RWKs auch in der Zukunft weiter aktiv und konstruktiv begleiten. Dankeschön.